Ausgerechnet ist es so dunkel. So guys, look at that flash. So guys, ayan, ang daming tapon, puro pa sila nagyayelo, so sobra, grabe, ayan o, frozen pa sila, kaya sobrang shock pa tayo dito. Sobra, ayan o, frozen pa. They are still frozen. Hanggang dito pa lang guys, sobra na. Kahit hindi na tayo pumunta sa susunod na stop, pero sobrang dami. Sisters.
Gracias. Yo bien, Juan. Oh, Scheiße, das sind noch welche hier. Ich glaube, das ist schon. Oder nehmen wir noch. Schau mal, das sind diese Black Angus Steaks, die würde ich auf keinen Fall belassen. Der holt schon schneller. Noch schneller. So, Greisgabe. Ang dami. Ang mamahal pa ng mga gulit ng mga ano na to. Punta sila lahat eh. Grabe. Okay. So sa ilalim. Wala na. Das war's. Okay. Hier noch. So, ayan guys, ang dami nilang hinapon. Grabe. Sana may cauliflower dito. It's called the flower. Oh, schade. Nee.
So, got my jackpot. Let's go. Which place is this? Folge sehr fleischlastig. Aber wir haben auch ein bisschen Gemüse mit dabei. Am besten fange ich jetzt mal mit den Blumen an. Zwei Sträuße mit Tulpen gefunden. Die werden wir später schneiden und ein bisschen schön machen. Und dann stellen wir das ins Wohnzimmer. Hier haben wir 5 Bio-Rote Beete Aronia-Shots. Meine Frau hat mir gesagt, die wären gesund. Ich weiß es nicht, ich habe die bisher noch nicht probiert. Dann haben wir einen Blumenkohl gefunden, aus dem machen wir Blumenkohlreis. Und 2 Packungen Champignons. Die werden klein geschnitten und die kommen dann in den Dörrautomaten, sodass wir getrocknete Champignons haben. Hier sind 2 Süßkartoffeln. Die kann man gut verwenden für asiatische Gerichte. Paprika. Eisbergsalat. Und 3 Chinakohl, die wir auch für asiatisches Essen verwenden. Ja, bei dem Fleisch sind wir heute ein bisschen überrascht worden, weil das, was ihr hier seht, ist im Wesentlichen von einem Supermarkt. Das haben wir alles weggeschmissen, wobei man dazu sagen muss, wie ihr hier seht, da steht drauf 30% billiger. Wir haben schon versucht, das noch irgendwie an den Mann zu bringen, bevor die also dann letztendlich weggeschmissen wurden, weil das Fleisch nicht gekauft wurde. Bei dieser Menge fragt man sich natürlich, wie kann man das jetzt alles handeln? Und was machen wir damit? Und dazu gehe ich aber gleich noch näher ein. So,
So, das ist unser Premium-Fund für heute. Das ist ein großes Tomahawk-Steak. Die sind in der Regel, wenn man sie also frisch im Geschäft kauft, sehr teuer. Und sowas hat man nicht jeden Tag, deswegen freut mich das, dass wir das später auf den Grill werfen können. Dann haben wir hier eine Packung Hähnchen Cordon Bleu. Beef Burger Patties in unterschiedlichen Varianten. Mehrere Packungen Chivapchichi. Chicken Burger Patties. Dann haben wir hier Schweinegulasch. Und mehrere Packungen mit Schweinemett. Dann haben wir hier eine ganze Menge an Hackfleisch gefunden. Und jede Menge Schweinenackensteaks, die schon mariniert sind. Die sind alle zum Grillen. Hier haben wir dann Hähnchenbrüste. Hähnchenschenkel. Da wissen wir schon, was wir mitmachen. Und zwar kommen die in den Slow Cooker und damit bereiten wir Pulled Chicken zu. Hier noch ein kleiner Mini-Jackpot. Das sind Rindersteaks. Die sind dann auch für den Grill und die müssen aber dann noch entsprechend gewürzt werden. Hier noch eine Packung Schweineschnitzel. Und Rindergulasch. Bei den Süßigkeiten haben wir ein paar Mini-Hanutas gefunden und irgendwas für Kinder. Vielleicht wisst ihr ja, was das ist. So, was wir jetzt also machen werden und machen müssen, ist erstmal zu gucken, was müssen wir jetzt sofort verbrauchen und was kann vielleicht noch den einen oder anderen Tag liegen bleiben, ohne dass es dann schlecht wird.
Also hier ist es grundsätzlich ganz wichtig, dass man so rohes Fleisch, das nicht eingeschweißt ist, davon vor allem das rohe Hackfleisch möglichst schnell bearbeitet. In dem Fall werden wir das würzen und werden dann irgendwas Schönes draus machen. Vielleicht machen wir ein paar Frühlingsrollen oder irgendwas Ähnliches. Man kann auch das Hackfleisch, wenn man das zubereitet, ganz gut mit dem Eisbergsalat kombinieren. Und da werden wir schon irgendwas finden. Dann bei diesen Premium-Artikeln, die sind eingeschweißt und die haben auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und da liegt aber die Betonung auf Mindesthaltbarkeitsdatum. Dann können wir diese Artikel also mindestens noch eine Woche, so wie sie sind, später zubereiten, ohne dass die schlecht werden. Hier haben wir jetzt noch diverse Utensilien, die wir bei unserer Arbeit benötigen. Zum einen sind das Reinigungstücher, Reinigungsspray und Alkohol. Das verwenden wir sowohl bei uns hier in der Küche, um die Arbeitsfläche sauber zu halten, als auch wenn wir unterwegs sind, um uns zu desinfizieren und eventuell auch irgendwelche Sachen im Auto, die wir anfassen. Was auch wichtig ist, wenn wir loses Gemüse oder loses Obst finden, was wir mitnehmen, was nicht verpackt ist, dann machen wir das nochmal speziell sauber in einer Lösung aus Wasser vermischt mit Essig und Baking Soda. Das führt dazu, dass von der Oberfläche der Früchte oder des Gemüses bestimmte Schadstoffe weggewaschen werden. Und das ist auch wissenschaftlich belegt, dass man so seine Sachen sauber bekommt. Die Methode, die kann man übrigens oder sollte man auch anwenden, wenn man sich frisches Gemüse oder Obst aus dem Lebensmittelgeschäft kauft. So, das wär's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns über Kommentare freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, share, like und subscribe. Bye bye.